Okay. So, das heißt, ich skille meine Leute ein letztes Mal. Ich skille mich eventuell später. Varric. Das wäre halt auch was Schönes, aber das bringt uns jetzt auch nicht weiter. Deswegen Täuschung. Was? Ach, der hat keine Punkte. Ah, nur Solas und Cassandra. Okay, vergesst es, was ich sagte. Wille des Erbauers. Oder das letzte Opfer. Zorn des Himmels. Nehme ich mal, damit ich es nachher noch skillen kann, falls ich es, falls ich noch dazu komme, es freizuschalten. Rissmagier. Das nehme ich mal und das. Was haue ich dafür raus? Das da haue ich dafür raus. Ach so, das Ding hat er eh, weil. Ah. Gut. Never mind. So. Anwenden. Und dann hätte ich gerne noch. Anwenden. Gut, perfekt. Und was ich noch machen möchte, ist Solas. Auf jeden Fall schon mal den hier. Die hier. Perfekt. Gut. Okay. Da könnte ich ihn auch nicht mehr aufbessern. Gut. Cassandra hat 142. 166, aber deswegen möchte ich das gerne noch so lassen. Varric, mittlere Rüstung. Da gehen die beiden noch nicht, weil das ist für Elfen und da hat er noch nicht die Stufe. Ein Stab für Solas. Was hat er jetzt für einen Stab? 45. 76 ist schon mal gut. Beziehungsweise besser. Cassandra Schild. Stufe 17 kann sie leider nicht benutzen. Schade. Varric kann nur Bianca benutzen. Rüstung. Ach nee, da hatte ich ja schon geschaut. Gut. Dann sind wir fertig soweit. Wo muss ich hin? Da hinten. Irgendwie da. So, in die Richtung. Oh. Ihr tut gut daran, eurem Kommandeur zu vertrauen, Botschafterin. Der Sieg ist zum Greifen nahe. Dank der kaiserlichen Wache von Orlais stand unser Sieg nie in Frage. Korypheus wurde auf dem Schlachtfeld gesehen. Wollt ihr euch nicht etwas weiter von der Front zurückziehen? Teure Lady Montigny, wir können unsere Untertanen nicht in die Schlacht schicken, während wir uns verkriechen. Ganz Thedas soll sehen, wie Orlais an der Seite von Andrastes Herold triumphiert. Wie eure Majestät wünschen. Feraldische Truppen wären noch ganz cool. Inquisitor, es heißt dieser Illuvien, dort wird die Schlacht am heftigsten wüten. Möge Andraste euch schützen. Unsere Herrin hat mich bis hierher geführt. Dann werde ich wie all die anderen viel Glück.
Oh, die Kaiserin. Wir sind hocherfreut, euch zu sehen, Herold. Dieser Tag wird Geschichte schreiben. Wir haben das Privileg, mitzuerleben, wie die Inquisition ihre Bestimmung erfüllt. Der Anblick unserer orlesianischen Verbündeten. Eure würdige Sache hätte so oder so Anhänger. Männer und Frauen des Glaubens dienen euch. Mit Orlé an eurer Seite werdet ihr über... Habe ich hier sonst noch irgendwie Leute, mit denen ich quatschen könnte? Nein? Na gut. Dann geht's jetzt nach da hinten. Dann irgendwie nach links. Hübsches Gebiet. Hier würde ich ein kleines Häuschen bauen. Sturmherz. Silberit. Oh, da ist auch noch Sturmherz. Ist denn das das beste Erz? Das Sturmerz? Sturmerz? Hört nur, wie nah die Kämpfe mittlerweile sind. Das Schlimmste kommt noch. Wenn die Soldaten mit ihren Feuer nicht aufpassen, nehmen sie Korypheus noch die Arbeit ab. Noch eine Schlacht, dann können wir unsere Wunden lecken. Ich bin gespannt, ob Korypheus sich zeigt. Spürt ihr dieses magische Knistern? Hier regt sich etwas weit Mächtigeres als die Roten Templer. Was könnte das sein? Grüne Templer? Lenz General ist dort vorne. Einfach den Hügel hinunter, Inquisitor. Möchte sich euch für den letzten Angriff retten. Ein General, so, so. Da bin ich ja mal gespannt. Wer auch das sein könnte. Und solange es nur rote Templer sind, habe ich auch kein Problem. Lang lebe ich! Meiner! Perfekt. Hier weiter? Ja. Einfach diese wunderschöne alte Straße hinab. Hopp. Da hinten ist ein Scharfschütz. Okay. Sind das alles rote? Ja. Erreiche die erste Barrikade. Blockade. Das hier ist wohl die erste Blockade. Wie er da reinstürmt. Unglaublich. Bam. In die Kasse. Das ist einer, den ich nicht knocken kann. Wächter. Wächter wie in graue Wächter? Ja. Dass er noch Wächter hat, wundert mich. Sind nun noch alle abgenommen. Oder sind das die grauen Wächter? Oh, das wäre natürlich ätzend, wenn der die noch jetzt irgendwie kontrollieren könnte. Es ist die letzte Mission. Das sagt mir der Soundtrack im Hintergrund.
Ja. Das heißt, hiernach wird Dragon Age Inquisition zu Ende sein. Es waren graue Wächter. Vermutlich die letzten von denen, die in Adamant versklavt wurden. Wenn er sie zwingt, ihm zu dienen, wird der Tod für sie ein Segen sein. Oh. Okay. Also, da geht's nicht runter. Die Frage ist nur, wo geht's weiter? Ah, da. Und noch mehr Sturmherz. Oh, Verbündete. Komm her! So, du lässt meine Verbündeten hier gefälligst in Ruhe. Genauso wie ihr beiden. Sie fallen! Die roten Templer fallen! Natürlich, ich bin ja auch hier, um alle zu töten. Ausgezeichnet. Geht's hier im Fluss weiter? Für den Herold! Wahrscheinlich unten rechts. Und noch mehr Sturmherz. Gott, damit wird man ja gerade echt zugeschissen. Da ist noch Arbor-Segen. Ich hätte vielleicht auch mehr in Tränke investieren sollen. So, den Bereich. Dort vorne. Ein ganzes Lager voller roter Templer. Seid vorsichtig. Sie haben auf der Mauer. Level 20. Naja. Das hält uns nicht auf. Na komm. Oh. Na, ich kriege ihn nicht. Out of range. Guter Schatten. Nein, Varric. Hilfe, 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 Hilfe. Oh. Einer weniger. Ach so, Man sollte eventuell Varric kratzen. Wo ist der überhaupt gestorben? Ach, da. So. Oh, hat er mich geruptet? Skandal. Naja, das bringt ihn auch nichts. Denn wir spielen zum einen auf dem leichtesten Schwierigkeitsgrad und zum anderen wir immer noch. Wir gerade von Elfen angegriffen? Offenbar ist dieser Mythal-Tempel alles andere als verlassen. Vielleicht sind diese Wesen der Grund, warum kaum jemand aus der Arbor-Wildnis zurückkehrt. Kann ich hier noch irgendwo... So. Varric. Aufwertungen. Bögen.